Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Gespräch. Wenn ich so in zwei Worte das zusammenfassen darf, dann ist es, dass es heute um Freiheit und um Wachstum geht. Ganz kurz, und dazu begrüße ich Priska Würgler im Studio und Roman Westermann. Danke für das Gespräch und die Einladung. Vielen Dank und hallo. Wir werden uns duzen, wir kennen uns schon länger. Wir sind auf einem relativ ähnlichen Weg mit neuen Medien und darum geht es heute auch. Zuerst möchte ich euch aber vorstellen, Priska Würgler, du bist Geschäftsleiterin des Vereins Graswurzler und Herausgeberin von Die Freien, von diesem schönen Magazin. Roman Westermann, Vorstand von Graswurzler und Leitung Marketing und auch in der Redaktion von Die Freien tätig. Also beide Graswurzler, beide Die Freien. Und man darf das verraten, ein Paar. Genau. Wir gehen jetzt gerade mal aufs Ganze, aufs Volle, bevor wir zu den einzelnen Sachen kommen, an denen ihr gerade arbeitet. Ihr arbeitet als Paar zusammen. Wir kennen das hier auch bei Hoch 2. Wie erlebt ihr das, diese gemeinsame Arbeit? Priska? Ja, herausfordernd, spannend, aber auch wunderschön. Also eigentlich ist es ja sehr erfüllend und eigentlich das, was ich mir immer gewünscht habe, einen Partner, mit dem ich alles teilen kann. Und das machen wir auch. Also wir leben zusammen und wir arbeiten zusammen. Wir haben uns über Graswurzel kennengelernt und dadurch, dass wir uns wirklich einfach sehr gut verstehen und alles teilen können, hat sich natürlich auch die Zusammenarbeit in allen Bereichen jetzt so entwickelt. Ich empfinde das ähnlich, so wie das du erzählst, von der eigenen Erfahrung. Aber jetzt hat Roman noch nichts gesagt, der Mann in der Runde. Ja, danke. Darfst du gerade, was anderes sagen? Ich bin gerade etwas berührt über deine Worte. Das war sehr schön, ja. Ja, das war wirklich sehr schön. Trotzdem gibt es auch manchmal schwierige Situationen, auch Situationen, wo wir dann abends spät noch lange diskutieren und manchmal auch ein bisschen heftiger diskutieren, weil die Meinungen ein bisschen auseinandergehen. Aber ich denke, genau das ist schlussendlich auch befruchtend und das, was uns schlussendlich auch immer wieder weiterbringt, für die Graswurzel, für die Freien, aber auch persönlich. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Ja-Sager an der Seite, eine Ja-Sagerin an der Seite hier nicht förderlich wäre bei diesem auch dynamischen Umfeld. Das ist absolut so. Also ich denke, man kommt sich halt wirklich sehr nah oder man erlebt sich in allen Lebenssituationen, sei es bei der Arbeit, im Privaten, aber auch wenn man an seine Grenzen kommt. Man kann sich nicht mehr verstecken, man kann eigentlich Privatleben und Arbeit nicht mehr trennen. Und ich mag das, weil ich wollte immer eigentlich gar nicht definieren, jetzt bin ich am Arbeiten, jetzt habe ich Privatleben. Also es fließt ineinander hinein und es ist ja auch, wenn man das leben kann, zu was man sich berufen fühlt, dann ja, tut man das Richtige. Und da ist es natürlich so, dass wir dann wirklich auch uns gegenseitig sicher auch kritisch gegenüberstehen und uns auch mal Kritik gegenüber ausüben. Aber ich glaube immer sehr respektvoll und natürlich wohlwollend und in der Liebe. Und wenn man das kann und das schafft, dann auch diese Kritik so anzunehmen und zu merken, ich bin geschätzt und ich bin angenommen, der andere möchte mich verstehen, dann ja, kommt man, glaube ich, auch wieder zu einem gemeinsamen Weg und kann das dann auch gut annehmen. Ich freue mich auf alle Fälle, seid ihr ein sympathisches Paar hier, aber jetzt wollen wir mal über Graswurzel sprechen, wo ihr euch auch kennengelernt habt. Priska, du bist ganz am Anfang der Corona-Zeit öffentlich aufgetreten an Demos, du hast dich auch gegen die Maskenpflicht für Kinder eingesetzt und so weiter. Das hat dich deinen Job gekostet und der Preis oder ja, der Pokal war die Graswurzel, der Verein Graswurzler. Jetzt so im Rückblick, möchtest du da einen kleinen Rückblick geben und auch ein bisschen was über diese Graswurzel erzählen für die Zuschauer, die es noch nicht so kennen? Ja, also es war so, dass ich eigentlich wirklich von einem Tag auf den anderen nicht mehr in der Schule arbeiten konnte. Und ich habe mich
vorher noch wirklich daran festgehalten. Ich dachte, es gibt da einen Weg. Und als dieser dann wirklich so einbrach und ich realisierte, dass da kein Weg mehr weitergeht, da ist auch etwas in mir zerbrochen, nämlich wirklich auch so der Glaube daran, dass Gerechtigkeit siegen wird. Und das hat mich schon sehr stark geprägt. Und daraus habe ich dann auch durch natürlich diese, ja, ich sage jetzt mal Traumabewältigung in dieser Zeit, ich habe viel geschrieben und viel mit Leuten auch gesprochen und ich habe mich einfach führen lassen, was daraus entsteht. Und da war dann wirklich die Verbindung zu Menschen und die Vernetzung unter den Menschen für mich ein ganz zentraler Punkt. Und ich wollte wirklich auch allen anderen dies ermöglichen und daraus entstand die Idee der Graswurzel, also der Vernetzungsplattform. Und für mich war da auch einfach so der Same gesetzt worden, es braucht wirklich neue Wege in allen Lebensbereichen, also wirklich auch, sei es in der Bildung, im Gesundheitswesen, in der Wirtschaft, im Leben, in den Gemeinschaften, in Wohnformen. Und ja, da habe ich zuerst eigentlich vor allem die lokale Vernetzung einfach Beziehung zwischen Mensch und Mensch gefördert. Und dann als nächstes kamen dann so Themengruppen, wo man sich einfach zu einem bestimmten Thema vernetzt, dazu. Und in diesem Rahmen habe ich dann eben auch Roman kennengelernt. Ich möchte noch kurz auf etwas eingehen, was wir ganz im Vorgespräch so ein bisschen angeschnitten haben, aber was ich super interessant finde, was du gesagt hast, eben du warst auch ein bisschen down, du hast nicht mehr an die Gerechtigkeit geglaubt. Und du hast aber gesagt, darum wahrscheinlich auch der Name Graswurzel. Viele Leute haben ganz große Ideen, Sachen und mit diesen Ideen und so, da ist dir was aufgefallen. Magst du da was erzählen? Ich finde das ganz schön. Also meinst du jetzt so mehr die, eben die Ideen im Kopf und das, was genau, man umsetzt? Genau. Okay, ja, dazu kann ich eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar habe ich gerade gestern mit meinem Sohn zusammen über Heilung gesprochen. Er hat im Moment eine Verletzung am Knie und hat dann gefragt, ja, wann die wieder heilt und so. Und ich habe ihm dann einfach gesagt, er soll sich doch auch die Heilung vorstellen, also das gesunde Knie sich vorstellen und sich dann quasi das gesunde Knie, die Vorstellung von dem aufs kranke Knie transformieren. Und dann, er springt auch oft Trampolin und hat sich vor kurzem gewünscht, dass er einen zweifachen Salto machen kann. Und er hat sehr lange darüber einfach nachgedacht, hat sich das vorgestellt. Und jetzt war Roman kürzlich mit ihm in einem Trampolinpark. Dort gibt es sehr gute Trampolins und er hat jetzt den zweifachen Salto geschafft. Und ich habe ihm gesagt, siehst du, wenn die Idee nicht vorher im Kopf gewesen wäre, dann hättest du das nicht materialisieren können, also nicht ausführen können. Also alles, was sich materialisiert, ist da zuerst mal im Geiste. Das heißt, eine Vision ist sehr wichtig, also wirklich eine Idee davon zu haben und diese in der Vorstellungskraft auch stark zu verbildlichen. Und dann geht's aber darum, und da wollen wir eben nicht stehen bleiben, nur in den Ideen, sondern wir wollen das wirklich auf den Boden bringen. Und dafür steht Graswurzel, dass es eben in den Boden kommt, dass diese Ideen Wurzeln machen und dann wirklich auch in der Welt sich manifestieren oder materialisieren. Und ich denke, da finden wir uns auch immer wieder mit dieser Idee und mit den Projekten, die wir anstreben. Und Graswurzel ist auch ein Vernetzungsverein. Man kann sich vorstellen, ein Grashalm ist ungeschützt, ist einsam. Ganz viele Grashalme sind stark. Da kann auch jemand drüber gehen und alle richten sich wieder auf. Jetzt, Roman, wir haben jetzt gerade gesprochen über quasi ein bisschen die Wurzeln von Graswurzel. Du als Vorstand, Roman, kannst vielleicht auch sagen, was jetzt wächst im Moment bei der Graswurzel? Ja, eigentlich lassen wir das weiterwachsen, was bereits begonnen hat, indem wir wirklich so, wie es Priska so schön gesagt hat, die Idee, die wir in die Welt bringen, konkret machen wir das mit dem Neue-Wege-Kongress, beziehungsweise ursprünglich hieß er mal Neue-Erde-Kongress, das hast du dann mit umbenannt, wo es darum ging, dass man neue Ideen, neues Bewusstsein über alle Lebensthemen hinweg zu den Menschen bringt und das so den Samen setzt, den Geist dafür öffnet. Und das wird natürlich weitergehen. Also wir werden das nächstes Frühjahr im Februar
22. glaube ich, wird der nächste Neue Wege-Kongress stattfinden. Die Rednerliste steht bereits fest. Und jeweils im Herbst desselben Jahres folgt dann die Freisein-Messe. Und da wollen wir dann nicht den philosophisch-theoretischen Überbau zeigen, sondern wirklich konkrete Projekte, die entstanden sind. Konkrete Projekte, die freiheitlich sind und einem einen neuen Weg zeigen können. Und dieser findet gerade in 2 Wochen, am 21.09. in Altdorf statt, wo wir einen bunten Blumenstrauß, eine richtige tolle Fülle an neuen Projekten präsentieren dürfen. Und an dem Neuen zu erarbeiten, da wollen wir mit der Graswurzel weiterhin und dranbleiben und ja, uns weiterentwickeln. Eben das neue Wege erwähnt im Frühjahr. Frei sein im Herbst, das habe ich so richtig verstanden. Ich möchte noch eine kurze Klammer aufmachen. Im Moment wird am nächsten Wochenende Neue Wege in die Zukunft stattfinden. Hat nichts mit euch zu tun, auch ein schöner Kongress, aber für die Zuschauer, die das jetzt vielleicht ein bisschen verwechseln, ist nicht ganz dasselbe. Euer heißt einfach Neue Wege und Frei sein. Und Frei sein findet jetzt dann am 21. September statt. Genau. Was muss man sich darunter vorstellen, wenn man noch nie da war? Was erwartet einen da? Ja, sicher viele spannende Menschen, die man kennenlernen kann und vor allem eben spannende Projekte, weil wir ja wirklich so über alle Lebensbereiche arbeiten oder Themen quasi beackern, wird es da auch über alle Lebensbereiche ein Projekt zum Kennenlernen haben. Wir können das mal ein bisschen aufzählen. Beispielsweise, wie man zinslose Darlehen bekommt oder eine neue Gesellschaft, die in schwierigen Lebensphasen einen unterstützt. Wir haben weiter einen Zellwasseranbieter. Was haben wir noch alles? Ja, beispielsweise ein Netzwerk, das quasi von den Produzenten von Lebensmitteln, also gesunde Lebensmittelproduzenten, Bauern, Landwirte, ein Netzwerk, das die Kunden mit den Produzenten direkt zusammenbringt, damit man eben nicht von Großkonzernen oder Anbietern abhängig ist, damit auch die Produzenten dann mehr davon haben. Hierarchiefreie Unternehmen, also es wird ein Konzept vorgestellt, wie ein Unternehmen oder wie Unternehmen wirklich hierarchiefrei funktionieren können. Und das finde ich ein mega spannendes Thema, das sich natürlich auch auf ganz andere Formen adaptieren lässt, politische Formen, Vereine, was auch immer, hierarchiefrei, das gefällt mir sehr. Dann eine alternative Währung, das ist ja auch immer, oder wenn wir einen Austauschkreislauf haben von Gütern, dann ist immer die Frage, ja, aber womit vergüten wir die und wie geht die Wertschöpfung, das Fiatgeld? Ich glaube, das kennen die meisten der Zuschauer, das ist ein großes Problem und wird uns die nächste Zeit auch noch oft beschäftigen. Und da braucht es wirklich Lösungen. Und da lernt ihr auch eines davon kennen, das sich schon länger bewährt hat. Genau. Also die, nicht jetzt die Zuschauer heute, sondern nur, wenn man an die Messe kommt. Nur, wenn man an die Messe kommt. Wobei die Projekte ja durch euch aufgenommen werden und gefilmt werden und ich, dann irgendwann werden wir diese zur Verfügung stellen. Als Überraschung, genau. Nein, und noch viel mehr. Also eine Gesundheitskasse beziehungsweise eine Erweiterung einer Gesundheitskasse, die wirklich auch auf alternativen und menschlichen Werten basiert, wird gezeigt und vorgestellt. Dann weiter haben wir... Ja, natürlich auch noch Marktstände, rund 20 Marktstände, an denen sich verschiedene Anbieter präsentieren, die einfach quasi jetzt nicht mit einem Vortrag da sind, aber mit einfach ihren Angeboten. Und wir schauen da einfach auch, dass wir jetzt nicht 10 von den gleichen Themen oder von den gleichen Angeboten haben, sondern wirklich eine bunte Mischung, damit das auch für die Menschen dann wirklich interessant ist. Und ich denke, da ist einfach für jeden was dabei, damit man sich dann wirklich auch entscheiden kann, das ist jetzt ein Projekt, das mich mehr interessiert, das andere vielleicht weniger. Jeder hat ja seine so Fokusthemen. Und ja, es ist immer auch ein Moment, um sich zu vernetzen. Da läuft viel Austausch, man lernt spannende Projekte und Menschen kennen. Und diese Kontakte trägt man natürlich auch mit nach Hause.
Ja, und nicht zu vergessen, gell, unsere eigenen Themengruppen, die sich dort zeigen, mit dem Radix, unserer Vernetzungsplattform, die wir jetzt auch auf eine neue Ebene heben können und weiterentwickeln konnten und sicher ganz interessant für die Zukunft werden wird, die Wohnformengruppe, die sich zeigt und auch noch die Holiversität, die vorgestellt wird. Extrem umfassend, extrem spannend und darum war es mir auch wichtig, dass wir zusammen im Studio über das sprechen können, weil im Gespräch mit vielen anderen auch, die in den freien Medien tätig sind, aber auch sonst, die ein bisschen in der Bürgerrechtsbewegung unterwegs sind, man hört viel Jammern, man hört viele negative Dinge und dieses Gespräch ist für mich extrem wichtig, dass alle Leute, die sich jetzt vielleicht wie du damals nach dem Verlust deines Jobs als Lehrerin kraftlos gefühlt haben, ungerecht behandelt und so weiter, dass sie wissen, in diesem Zustand muss ich nicht bleiben und es gibt Orte, wo ich hingehen kann, wo ich auch aufgefangen werde, wenn ich das möchte und mich wirklich umfassen, das sind ja alle Lebensbereiche, ich könnte glaube gar nicht auf Anhieb so viel aufzählen, also wunderbar und wir freuen uns riesig, wir freuen uns auch, dass wir von Hoch 2 dabei sein dürfen. Ich glaube, wir könnten über die Messe noch stundenlang sprechen. Aber nein, das sollte man nicht stundenlang darüber sprechen, bevor sie stattgefunden hat, sondern einfach teilnehmen. Nachher, genau. Es gibt nochmal etwas mit frei, nicht frei sein, sondern die Freien, das erwähnte Magazin, das wir auch hier schön haben, die aktuelle Ausgabe Weltbilder, die Ausgabe zuvor Fülle, jede Ausgabe zu einem ganz wichtigen Lebensthema. Darf ich da gerade einhängen? Sehr ja, du hast vorher nämlich so erwähnt, eben dieser Frust oder diese Ohnmacht, die viele von uns auch erlebt haben. Ich kann da wirklich aus eigener Erfahrung sagen, dass das natürlich eben Ängste hervorruft. Man fühlt sich nicht mehr sicher in dieser Gesellschaft. Es wird einem ja wie ein bisschen auch den Boden unter den Füßen weggezogen. Man hat dieses Vertrauen auch verloren. Und das schwächt einem, es schwächt das Selbstwertgefühl und auch das Immunsystem. Und ich glaube, was die Gefahr ist, auch, dass man in einen Zorn verfällt und in diesem Zorn dann nämlich in dieser Energie des Zorns gefangen bleibt. Und für mich ist wirklich, ich merke, wenn ich mich solchen Projekten widmen kann, wie viel, einfach wie mich das auch geistig und seelisch, wie mich das nährt. Also das merke ich jetzt auch bei der Zeitschrift. Dort haben wir in der Redaktion uns vorgenommen, dass kein Artikel den Leser in der Hoffnungslosigkeit zurücklässt. Also wir versuchen wirklich, auch natürlich kritische Beiträge zu bringen, aber immer, auch wenn es nur mit dem letzten Satz noch eine Perspektive eröffnet, was den Leser auch wieder einen Weg zeigt, was man jetzt mit dieser Information anfangen kann. Weil wenn man nur die schlechten Informationen der Alternativmedien konsumiert, das löst ja dann auch wieder Frust, Ohnmacht, Zorn aus auf quasi die Verursacher dieses Elends. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass es wirklich auch bestärkende, ermutigende, aussichtsvolle Beiträge gibt und Informationen. Und dass es so wichtig ist, dass wir wirklich in die Kraft finden, weil ich bin so tief überzeugt, dass wir den Wandel schaffen und dass wir den wirklich jetzt auch manifestieren und materialisieren können. Ja, es braucht wie beides, oder? Das Bewusstsein, der Geist, aber eben nachher auch wirklich so, dass wir sagen jeweils so, die Hacke in die Hände nehmen. Ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat, das ist mir gerade in den Sinn gekommen, als du erzählt hast. Ich glaube, irgend so ein Lebenscoach oder so, aber der Satz ist mir geblieben. Wenn du dein Navi stellen willst, kannst du nicht einfach sagen, ich will dahin. Das Navi muss auch wissen, wo du bist. Ja. Aber du darfst dich dann nicht zu lang aufhalten mit wo du bist. Irgendwann musst du losfahren und das Ziel eingeben. Und du darfst dich auch erinnern, wo du warst. Aber wenn du immer wieder dann dahin zurückfährst, dann bleibst du da stehen. Und ich glaube jetzt, die Freien ist auch so ein Magazin. Wenn man das in die Hände kriegt, geht es nicht darum,
runterzuziehen, sondern aufzubauen. So auch in dem Sinne ein bisschen verwandt mit der Graswurzel, gell? Genau. Ja, ich denke, das ist ja auch von unserem Geist natürlich, von unseren Werten, von unserer Philosophie geprägt. Und natürlich sind es wirklich zwei Projekte. Eben Graswurzel ist wirklich mehr die Aktivität, die Vernetzung. Da sind ja auch viele Lokalgruppen und Menschen, die sich engagieren, die was tun, die die Aktivität oder die Bewegung am Leben erhalten. Wir administrieren natürlich da vieles, aber das sind ja die Menschen, die das zum Leben erwecken. Und die Zeitschrift, das ist dann wieder wie ein anderes Projekt, wo wir auch diese Beiträge oder einfach die Themen dann wirklich auch verschriftlichen und als, ich sage jetzt mal so, als Medium, als Information in die Welt hinaustragen. Ja, also es ist trotzdem ja auch eine Art Erweiterung. Es ist dann die Grundidee ist ja dieselbe. Wir wollen alle den Wandel. Ich bin auch überzeugt, dass dieser Wandel stattfinden kann. Ich bin überzeugt, dass es zu einem Kipppunkt kommen kann, wo eine Mehrheit oder eine Mehrheit, nein, es muss ja nicht eine Mehrheit sein für einen Kipppunkt, aber dass da wirklich was passieren kann. Und aus dieser Grundüberzeugung heraus schöpfe ich meine Energie und meine Kraft, das immer wieder weiter voranzutreiben. Und wie gesagt, das nicht nur im Kopf zu visionieren, sondern dann effektiv auf den Boden zu bringen. Und dazu möchte ich auch alle Menschen aufrufen, sei es mit dem Kochlöffel oder mit der Schaufel. Irgendwie müssen wir das in die Materie bringen und ich bin überzeugt, wir können das schaffen. Und daraus erfolgen auch immer wieder Ideen und Projekte. Bei Die Freien, der Zeig Dich oder die Zeig Dich-Kampagne, die wir jetzt lancieren, wo es wirklich darum geht, sich mit dem, was man macht, zu zeigen, der Gemeinschaft zu zeigen, was man anbietet, damit auch die Energie, der Geldfluss in diesen Bewegungen bleiben kann, diese wiederum stärken können. Somit stärken wir uns, somit stärken wir alles und somit stärken wir auch den Wandel. Und ja, das sind so. Muss ich mir dieses Zeig Dich vorstellen? Ich habe jetzt da noch keine Vorstellung genau. Ja. Wer jetzt da mitmachen will, wer darf mitmachen, was muss man machen, muss sich nicht ganz zeigen. Ja. Wir haben den initialen Newsletter letzte Woche am Freitag, glaube ich, über Die Freien versendet, wo wir das so ein bisschen erklären. Das ist dann der Start für eine Kampagne, die wir jetzt mal in der Zeitschrift mit einer Seite, einer Rubrikseite, wo man einen Eintrag machen kann, relativ günstig, über sein Geschäft oder das, was man anbieten möchte. Also vom Zahnarzt zum Coiffeur, zum was weiß ich, das ist alles möglich. Die Idee ist wirklich, sich zu zeigen, sich der Gemeinschaft zu zeigen, damit man auch weiß, wer da drin ist, wer da drin inseriert. Der gehört so wie in diesen Kreis rein. Also die Energie fließt dann an denselben Ort. Es gibt ja den Spruch, jeder Einkaufszettel ist ein Stimmzettel, ein Wahlzettel. Und um das geht es eigentlich auch. Jeder Einkauf, den man dann tätigt, tätigt man genau und bringt das Geld in einen Fluss, der uns gegenseitig wiederum stärkt. Und diese Zeig-Dich-Kampagne startet jetzt mal mit einer Seite. Ich glaube, so wir bekommen da so 20 oder 30 einzelne Kleininserate rein. Wir möchten das erweitern auf der Webseite. Wir möchten auch noch weitere Organisationen hinzunehmen. Für das nächste Jahr sind bereits zwei Märkte angedacht, einer im Mai, einer im September. So kann man also wir möchten das auch, genau, wir möchten das auch nicht nur in der Zeitschrift oder online, sondern auch wirklich vor Ort weiterbringen und diese Idee, sich zu zeigen, weiterzutragen. Und jetzt ist nun mal der Samen gesetzt. Die Idee ist irgendwo da drin und jetzt hoffen wir, dass das Ganze auch zu sprießen beginnt und größer wird. Ja, und ich finde einfach den Begriff auch so schön. Zeig dich, weil ich glaube, wir sind eher so geprägt, dass man sich zurückhält und nicht so in den Vordergrund stellt. Die heutige Jugend ist da mutiger mit den Selfies und allem. Aber ich hatte wirklich große Mühe, mal so selber vor einer Kamera zu sitzen oder auch nur schon eine Sprachnachricht aufzunehmen. Also jetzt mache ich das manchmal auch. Aber ich hatte wirklich Hemmungen. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir nicht so einfach, ja, man wird halt irgendwo angestellt und das System, das sorgt schon für uns, sondern dass wir uns echt mal Gedanken machen, was kann ich denn gut und womit kann ich der Gesellschaft eben auch meine Berufung anbieten, wie kann ich mich da auch mit meinen Kompetenzen einbringen. Sich verschenken. Ja, genau, sich selber verschenken und natürlich auch wieder was zurückerhalten. Und dass man sich da wie auch das Gute überlegt und dann den Mut hat,
doch, mit dem gehe ich nach außen und zeige mich eben. Und ich möchte auch von den richtigen Menschen gesehen werden, die das auch schätzen und die das auch ja, als gewinnbringend dann empfinden und auch etwas zurückgeben. Das ist ja auch wieder so ein menschlicher Kreislauf. Und ich finde das deshalb so schön. Ich hoffe, dass viele Menschen sich von dieser Energie anstecken lassen und den Mut haben, sich zu zeigen. Also in der nächsten Ausgabe wird da mal eine Seite sein, wo man sich inspirieren lassen kann, in dem Fall. Ja. Genau. Um noch ganz kurz bei den Freien zu bleiben, jetzt für die, die das noch nicht so kennen und sich überlegen, ist das ein Heft für mich oder nicht? Wer schreibt da? Ja, also wir sind eine kleine Redaktion und haben sehr viele spannende freie Autoren. Also die Redaktion, die besteht aus 4 bis 5 Leuten und daneben die freien Autoren. Die Freien von die Freien. Ja. Sehr schön. Ja, genau. Es ist wirklich wunderschön, wie das auch zusammenkommt. Also in der quasi festen internen Redaktion legen wir wie das Schwerpunktthema von jedem Heft fest. Also das erscheint dann alle 2 Monate. Auf der Webseite gibt es auch viele Beiträge, die man online lesen kann. Und in der Zeitschrift versuchen wir dann um diesen Themenschwerpunkt, eben da haben wir Weltbilder jetzt gerade in der aktuellen mit dem Untertitel «Woran halten wir fest?». Und wir machen uns dann wirklich so einfach in einem Brainstorming Gedanken, was gehört dazu? Und wir versuchen dann auch alle Lebensthemen oder Bereiche, also sei es mal was Politisches, was Aktuelles, was Philosophisches, was Spirituelles, was haben wir? Psychologie spielt hinein, Wirtschaft spielt hinein, natürlich auch Thema Geld, Geldmittel. Also sehr allumfassend. Meine Idee ist, dass es eigentlich für jeden was dabei hat. Also das jetzt muss ja nicht sein, dass jeder Artikel jeden Menschen anspricht, sondern jeder pflückt sich das heraus, was für ihn wichtig und interessant ist. Und ja, also auf der Webseite kann man gerne alle freien Autoren und auch die Redaktion kennenlernen. Die unfreien Freien. Genau. Die sind auch frei, hoffentlich. Ja. Ja, es ist schön, dass wir da wirklich mit spannenden Autoren zusammenarbeiten können. Es melden sich natürlich auch immer wieder solche, die gerne für uns schreiben möchten. Und es ist ein schöner Mix zwischen, ich sage jetzt mal, berühmten Namen, aber auch Namen, die man nicht kennt. Und wir entdecken immer wieder so rohe Diamanten und geben auch denen natürlich die Möglichkeit oder unterstützen auch mal, wenn die manchmal mit Schreiben ein bisschen anstehen. Ja, und es entwickeln sich auch immer wieder so interessante Konstellationen, wie beispielsweise mit Christian Schubert, der in dieser Ausgabe mit einem Interview drin ist, das Lili Gebert gemacht hat. Mit Christian Schubert habe ich heute Mittag telefoniert. Er wird nächstes Frühjahr im April an einem Gesundheitskongress bei uns als Hauptredner auftreten. Und da kommen auch immer wieder so spannende Sachen zusammen und manifestieren sich daraus. Ja. Ja, ich denke mal, ihr habt jetzt mit diesem neuen Medium sehr viele Erfahrungen machen dürfen. Ihr strahlt, ihr wirkt energiegeladen. Es ist nicht jeden Tag wahrscheinlich so. Also ich spreche jetzt auch ein bisschen aus eigener Erfahrung. Man wagt etwas, man geht raus. Zu Beginn, als die Corona-Maßnahmen waren oder auch je nachdem noch danach, war es vielen sehr, sehr präsent. Da müssen wir unterstützen, da müssen wir helfen. Ich frage jetzt einfach mal so, wie ist eure Lage im Moment? Wie seid ihr dran? Ja, also es ist natürlich so, finanziell ist das sehr herausfordernd. Heute mit einer Publikation oder mit einem neuen alternativen Medium, das nicht staatsfinanziert und unterstützt wird, da auf einen grünen Zweig zu kommen, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich und offen. Das ist eine sehr große Herausforderung. Wir sind auch auf Spenden, Unterstützungsbeiträge angewiesen. Oh, Abos. Ja, genau. Und natürlich auch auf eine Leserschaft, die sich vergrößert. Also im Moment sind wir bei, also wir haben eine Auflage im Moment von 3000 Exemplaren alle 2 Monate und die gehen bis auf ein paar wenige, gehen die eigentlich gut weg. Von den fixen Abonnenten oder Einzelbestellungen oder an Anlässen. Aber damit wir quasi wirklich einfach nur die Fixkosten decken können, müssten wir das Doppelte haben. Also
das ist so, ja. Also ihr seid im Aufbau verständlich auch, genau. Ihr seid ja noch jung. Genau. Ja, ist es jetzt der Zustand so, dieser, also Graswurzel ist jetzt kein neues Medium, das ist ein Vernetzungsverein, die Freien gehört zu den neuen Medien, aber so, dieser Zustand dieser Organisationen, wie habt ihr jetzt so die Veränderung in den letzten Monaten wahrgenommen? Ja, also bei Graswurzel ist es eigentlich noch interessant. Wir sind mehrheitlich immer noch so bei ca. 3000 Mitgliedern stabil. Es gehen welche weg, es kommen welche dazu. Gerade heute habe ich reingeschaut, sind wieder, glaube ich, 15, 16 Neuanmeldungen im System verzeichnet gewesen. Das ist auch immer, wenn wir Anlässe machen und die Menschen natürlich sehen, okay, da bekomme ich noch Rabatt, ich kann günstiger rein, dann kommen auch immer wieder ein paar Neuanmeldungen dazu. Aber ich finde es ja auch wichtig, dass man da entsprechend einen Benefit generieren kann für die Mitglieder. Insgesamt ist aber doch irgendwie so ein Wandel feststellbar. Also ich habe das Gefühl, dass wirklich viele Menschen mit Ideen kommen. Und an sich auch viel auf dem Tisch liegen würde, was wir einfach mangels menschlicher Ressourcen nicht bearbeiten können oder halt nur sehr, sehr langsam bearbeiten können. Aber es wäre da wirklich eine Vielfalt da, es wären viele Ideen da. Und das habe ich das Gefühl, hat sich in den letzten 2 Jahren doch schon verändert. So, das Bedürfnis der Vernetzung war vordergründig. Anfangs, so vor 2 Jahren, 2, 3 Jahren, jetzt geht es wirklich auch darum, etwas zu erarbeiten, etwas. Also wirklich was auf die Schiene zu bringen. Genau. Sozusagen. Ja, da spüre ich auch, dass eigentlich die Menschen, die am Anfang dazugekommen sind, aus der aktuellen Not, die sind teilweise wieder weg und haben gesagt, ja, ich habe hier jetzt die Vernetzung, ich habe Menschen kennengelernt, ist gut, ich brauche das nicht mehr. Meine Vision oder meine Perspektive war immer, etwas Nachhaltiges aufzubauen und wirklich eben dann auch Visionen oder Werte, die ich im Leben dann gelebt sehen möchte, die dann wirklich auch umgesetzt sehen. Und dafür braucht es einen langen, langen Atem. Das war ich mir von Anfang an bewusst und das sage ich mir dann auch immer in Momenten, wo mich etwas runterzieht, wo vielleicht gerade mal frustrierende Rückmeldungen kommen oder Menschen, wenn wir gerade viele Austritte haben oder Menschen, die finden, ja, es braucht doch jetzt das nicht mehr, wir sind ja jetzt vernetzt, dann einfach zu sagen, nein, meine Vision, die ist weitergegangen und ich muss da dranbleiben und es lebt auch davon, ob wir eben diesen Atem haben und einfach auch den Glauben daran uns erhalten und auch damit den Menschen wieder Stabilität geben und die dann wieder ansprechen, die sagen, ja genau, das ist auch meine Perspektive und da bin ich jetzt dabei. Also das ist wie auch ein Wandel von den Menschen, die sich jetzt einbringen. Ich bin zumindest überzeugt, dass Graswurzel und die Freien, dass diese beiden Projekte keine einjährigen Pflänzchen sind, sondern mehrjährige Pflänzchen. Vielleicht werden es riesige Jahrhundertbäume, wer weiß. Wir geben unsere ganzen Glückwünsche dazu auf alle Fälle und unsere ganze Hoffnung auch, dass sich das wirklich auch noch, dass sich dieser Graswurzelteppich schön verbreiten kann in der ganzen Schweiz und vielleicht noch weiter. Danke. Ich danke Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie heute beim heutigen Gespräch dabei waren. Vielleicht ist auch das eine oder andere Pflänzchen bei Ihnen im Geist gewachsen, das in die Realität kommen will. Wir sind gespannt und sagen auf Wiedersehen bei Hoch 2.